Wir beschäftigen uns heute mit der Gründung und der Staatsverfassung der Bundesrepublik Deutschland. Und hier zunächst mit der Frage, was ist das überhaupt, Deutschland? Seit wann gibt es Deutschland? Was ist der territoriale Bezugsraum unseres Landes? Und wenn ich das meine Studierenden frage, bekomme ich sehr unterschiedliche Antworten. Viele sagen, ja, es gab doch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, was im 10. Jahrhundert begann, noch nicht unter diesem Namen, aber normalerweise wird der Beginn Deutschlands hier verbunden mit der Schlacht am Lechberg 955 und der Kaiserkrönung Ottos I. im Jahre 962. Das Ganze dauerte dann bis 1806, also in die napoleonische Zeit, aber man muss eigentlich sagen, dass das Heilige Römische Reich deutscher Nationen einen vornationalen Charakter hat und man kann hier noch nicht von einem Nationalstaat sprechen. Die nationale Frage kam dann in der Zeit darauf sehr stark auf in Deutschland mit dem Wiener Kongress 1815, dem Wartburgfest 1817 und dem Hambacher Fest 1832. Wir nennen das Ganze Vormärz, weil es eben hier auf die deutsche Revolution 1848 hinführt. Der erste deutsche Staat aber, der begann eigentlich erst, und die Antwort bekomme ich dann oft nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 mit der Staatsgründung des Deutschen Reiches, der Kaiserkrönung Wilhelms I. in Versailles und dann der Tragödie unter Wilhelm II. Mit dem Ersten Weltkrieg. Wir haben dann die erste Republik in Deutschland zwischen 1918 und 1933 mit der Ausrufung der Republik am 9. November 1918 durch Philipp Scheidemann in Berlin und die Katastrophe der nationalsozialistischen Diktatur 1933 bis 1945 und dem Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945. Also man erhält hier unterschiedliche Antworten. Weitere Antworten lauten Gründung der Bundesrepublik 1949 oder die Zusammenführung beider Staaten am 3. Oktober 1990. Was man sieht ist, so klar ist es nicht, was Deutschland bedeutet. Und wie kam es letztendlich dazu, dass Deutschland eine parlamentarische Demokratie wurde, die wir hier in unserem Kurs behandeln?